Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Werner Schlüter. Ich bin Fliesenlegermeister und befasse mich seit einigen Jahren mit der Entwicklung und Produktion von zweckmäßigen Zubehörteilen für die Fliesenverlegung. Diese möchte ich Ihnen in diesem Film vorstellen. Wir sehen im Hintergrund eine Treppe mit einem meiner neuesten Entwicklungen, dem Schlüter Stufenprofil. Die Stufenprofile sind je nach zu verlegender Fliesenstärke in 4 Höhen lieferbar. In den Farben Nussbraun und Schwarzbraun. Als Auftrittsfläche ist ein 4 cm breites PVC-Profil eingedrückt. Die Treppenstufen sind mit einem maßgenauen Estrich versehen. Die Höhe der Setzstufe wird bis Unterkante Stufenprofil gemessen. Die geschnittene Fliese zur Maßkontrolle anhalten. Fliesenkleber auftragen und die Setzstufe ansetzen. Das freie Stufenende wird mit Schlüterschienen begrenzt. Wo die Profile aneinanderstoßen, einfach aus dem Befestigungsschenkel des Stufenprofiles eine Aussparung aussägen. Wichtig ist, dass das Stufenprofil satt in einem geeigneten Mörtel eingedrückt wird. Nun die Auftrittsfliesen auflegen. Die Stufe ist fertiggestellt. Die nächsten Stufen werden in gleicher Weise verfliest. Hier noch ein Blick auf die fertige Treppenanlage. In dieser wohnlichen Küche ist die Fliese als exklusives Element verarbeitet worden. Sicher eine Herausforderung an das fachliche Können eines jeden Fliesenlegers. Denn erst durch sein handwerkliches Geschick ist es möglich, Keramik auf diese eindrucksvolle Weise zu präsentieren. Hier ist jedes Detail wichtig. Wir wollen uns auf die Ecken konzentrieren, die mit farbig beschichteten Schlüterschienen ausgebildet sind. Sehen wir dem Fliesenleger zu, wie er den Tisch mit Fliesen belegt. Im Randbereich Fliesenkleber auftragen. Die Schlüterschiene auflegen und in den Kleber eindrücken. Im Randbereich werden die geschnittenen Fliesen eingepasst. Selbst kleinste Stücke können gelegt werden, da die Schlüterschiene die geschnittenen Kanten sauber abschließt. Auch die Kanten der mit Fliesen belegten Arbeitsplatte sind mit Schlüterschienen begrenzt. Wo die Arbeitsplatte an die Wand grenzt, ist eine Schlüterschiene eingebaut, die etwas höher steht als der Fliesenbelag. Hierdurch ist nach dem Abspritzen ein wasserdichter Wandanschluss gewährleistet. Der Boden der Küche grenzt im Türbereich an einen anderen Fliesenbelag. Da die Bodenbelege auf Dämmmatten schwimmend verlegt sind, ist es erforderlich, eine Dehnungsfuge anzuordnen. Auch hier werden die Fliesen mit Schlüterschienen begrenzt. Die verwendeten grau beschichteten Schlüterschienen bieten einen guten Haftgrund für die Versiegelungsmasse und passen sich deren Farbton an. Hier zeigen wir die Ausführung einer Fensterecke. Es soll eine Fliese mit unregelmäßigem Kantenverlauf verarbeitet werden. Die Ecken so herzustellen, entspräche nicht den Anforderungen eines fachmännisch ausgeführten Fliesenbelages. Wir setzen deshalb in dem Kantenbereich eine Schlüterschiene ein und richten diese anhand einer Fliese aus.
Nun die Fliesen auf der Fensterbank und in der Fensterleibung mit der Schlüterschiene bündig ansetzen. Der Belag wird verfugt. Sie sehen, so einfach ist es, mit Schlüterschienen eine saubere Ecke herzustellen. Nun zeigen wir die Verfliesung eines Badezimmers. Die Setzlatte wird höhenmäßig ausgerichtet. Die Fläche wird so aufgeteilt, dass an beiden Fensterleibungen gleich breite Teilfliesen verarbeitet werden. Die Schnittkanten der Teilfliesen an den Ecken fassen wir mit farbig beschichteten Schlüterschienen ein. Ausklinkungen lassen sich mit Hilfe der Schlüterfliesensäge einfach herstellen. Die Teilfliesen stoßen an der Ecke zusammen, sodass insgesamt das symmetrische Fugenbild erhalten bleibt. Bis auf das Kopfende der Badewanne ist die Wandverfliesung fertiggestellt. Für die Revisionsöffnung verwenden wir den Schlüter Fliesenmagneten. Ein Satz Fliesenmagnete bestehend aus 4 Magneten mit Gegenplättchen. Zuerst den Magneten mit Fliesenkleber rückseitig auf die Fliese kleben und dann als Begrenzung der Revisionsöffnung ansetzen. Ist die Revisionsöffnung nicht genau aufgemauert, einfach eine Verstärkung hinterkleben. Da die gesamte Höhe des Abflussbereiches als Revisionsöffnung ausgebildet ist, bringen wir an jeder Seite 3 Magnete an. Nun legen wir die Fliesen für die Abdeckplatte aneinander und kleben mit Silikon die Fliesen auf, die die Abdeckplatten zusammenhalten. Entsprechend der Anordnung der Magnete werden die Gegenplättchen aufgeklebt. Während das Badezimmer verfugt wird, kann die Abdeckplatte trocknen. Jetzt kann die Revisionsöffnung geschlossen werden. Die Abdeckplatte fügt sich unsichtbar in den Belag ein. Die noch offene Fuge wird nun mit einer Versiegelungsmasse geschlossen. Die Wandplattierung dieses Badezimmers ist damit abgeschlossen. Der Schlüterfliesenmagnet ist universell für alle Fliesenformate verwendbar.
Hier noch einige Beispiele. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Revisionsöffnung, die an einer Querwand anschließt. Hier lässt sich der Fliesenmagnet nicht, wie eben gezeigt, hinter die Fliese kleben. Er wird in diesem Fall rechtwinklig abgebogen, um ihn so mit Fliesenkleber an der Querwand zu befestigen. Wenn die Abdeckplatte sofort eingesetzt werden soll, eignet sich auch ein Schmelzkleber zum Verkleben der Platte und Aufkleben der Gegenplättchen. Bei dieser Revisionsöffnung wird Mosaik verarbeitet. Die Fliesenmagnete werden ebenfalls rückseitig auf das Mosaik geklebt. Die Abdeckplatte durch Aufkleben mit einer Fliese zusammengehalten. Die Gegenplättchen können auch mit Dispersionskleber aufgeklebt werden. Dieser braucht aber längere Zeit zum Aushärten. Die geschlossene Revisionsöffnung ist nicht zu sehen. Ebenfalls bei der Mörtelverlegung werden zunächst die Schlüterfliesenmagnete rückseitig auf die Fliese geklebt und dann als Begrenzung der Revisionsöffnung angesetzt. Wie Sie sehen, ist der Schlüterfliesenmagnet für jede Art von Revisionsöffnungen geeignet. Nicht nur da, wo das gestalterische Element im Vordergrund steht, sondern auch im Industriebereich, wo höchste Ansprüche an die Belastbarkeit gestellt werden, sind Schlüterschienen für Dehnungsfugenbegrenzungen hervorragend geeignet. Nach einem Untersuchungsbericht der Säurefliesener Vereinigung in Großburg-Wedel traten bei ungeschützten Dehnungsfugenrändern bereits nach 750 Punktbelastungen deutlich sichtbare Abschieferungen der Fliesenkanten auf. Dagegen waren bei durch Schlüterschienen geschützte Dehnungsfugen auch nach 12.000 Punktbelastungen keine Schäden festzustellen. In Erwartung der extremen Belastungen wurde dieser Industrieboden im Rüttelverfahren hergestellt. Die Kanten der bereits fertiggestellten Teilfläche sind mit Schlüterschienen eingefasst. Die Belagsfelder werden durch Dehnungsfugen unterteilt. Auch entlang der Wandabschlüsse einen Styroporstreifen anbringen. Dann Mörtelleeren anlegen. Und höhenmäßig ausrichten. Die Schlüterschiene wird gegen den Styroporstreifen gelegt und ausgerichtet. Die Profilhöhe muss der Fliesenstärke entsprechen. Im vorderen Bereich die Schlüterschiene an einer Schnur ausrichten. Als Wandanschluss verwenden wir den Schlütersockel. Den Befestigungsschenkel überpudern und anfeuchten, damit eine satte Einbettung erzielt wird. Die Fliesen nun an die Schlüterschiene anlegen. Die Fliesen werden knirsch verlegt, wodurch ein sehr schnelles Verlegen möglich ist. Knirsch verlegte Fliesenbelege haben sich als am strapazierfähigsten erwiesen.
Am Wandanschluss die Fliesen in die Profilkammer des Schlüter Sockel einschieben. Der Schlüter Sockel ist in Längen von 3,50 Meter lieferbar. Der fertige Boden wird mit der Star King Klopfmaschine abgeklopft. Mit der Klopfmaschine auch bis über die Kante fahren, sodass auch die Schlüterschiene fest in das Mörtelbett eingeklopft wird und mit dem Fliesenbelag bündig abschließt. Ebenfalls über die Dehnungsfuge wird hinweggefahren, um einen bündigen und gut verdichteten Übergang zu erzielen. Wir nehmen eine Fliese hoch und Sie sehen die vollflächige Haftung des Mörtels an der Rückseite. Die knirschen Fugen bei unserem Industrieboden werden mit einer Zementschlempe ausgegossen. Dann mit Quarzsand gereinigt. Nun den überstehenden Verlegemörtel mit der Schlüterschiene bündig abschneiden und glätten. Hier kann jetzt das nächste Feld mit einer Dehnungsfuge angeschlossen werden. Schlüterschienen bieten hier einen zuverlässigen Kantenschutz. Hier sehen Sie den zuvor erwähnten Schlüter Sockel. Der besondere Vorteil des Schlüter Sockels liegt darin, dass er fest mit dem Boden verbunden ist und sich im Wandbereich frei bewegen kann. Dies ist besonders wichtig bei Konstruktionen auf Dämmmatten, Fußbodenheizung oder dergleichen. Dort macht der Schlüter Sockel die Bewegungen des Fußbodens mit, ohne dass zwischen Sockel und Fußboden Abrisse entstehen. Die PVC-Lippe schließt den Sockel an der oberen Kante sauber ab. Auch bei Belegen in Nassbereichen oder bei Balkonbelegen kann hier zwischen Boden und Sockel kein Wasser eindringen. Die Profilkammer, in die die Fliese eingeschoben wird, ist in 4 Höhen lieferbar. Zur Auswahl stehen 6 Farbtöne. Als Verbindung werden PVC-Formteile sowie Endstücke für Außenecken mitgeliefert. Wo man von der Wand ablaufendes Wasser erwartet, kann das PVC-Profil abgezogen werden, um hinter den Sockel zusätzlich eine Versiegelungsmasse zu spritzen. Anschließend das PVC-Profil wieder eindrücken. Hier sind wir bereits auf einem Balkon, wo wir Ihnen die Anwendung des Schlüterrandprofiles für Terrassen und Balkone zeigen. Wir sehen den unfertigen Balkon mit einer Isolierung, die bereits das erforderliche Gefälle aufweist. Zum Mörtel anmischen verwenden wir den Schlütermix, der ein Mischen an bewohnten Baustellen ermöglicht. Zerlegt ist er sogar im Kofferraum eines PKWs zu transportieren. Mit wenigen Handgriffen ist er betriebsbereit. Als Mischbehälter dient ein handelsüblicher Mörtelkübel. Im Randbereich eine Mörtelleere vorlegen und höhenmäßig ausrichten. Auf das Schlüterrandprofil wird zunächst ein PVC-Profil aufgesteckt. Das Randprofil auflegen, in die Mörtelleere einschieben und ausrichten. Der Untergrund wird mit einer Mörtelschicht belegt. Das als Bewehrung aufgelegte Drahtgewebe überdeckt den Schenkel des Randprofiles. Am Wandanschluss einen Randstreifen anbringen. Das Schlüterrandprofil dient sofort als höhenmäßig ausgerichtete Leere. Hierüber wird der Mörtel mit der Schlüter-MS-Latte abgezogen. Das zuvor aufgesteckte PVC-Profil wird nun wieder abgezogen. Hiermit wird erreicht, dass das Mörtelbett etwa 5 mm höher steht und ein Einklopfen der Fliesen möglich ist. Ebenfalls bei der Verwendung von Balkonrandsteinen ist es sinnvoll, das Schlüterrandprofil einzusetzen, um den erforderlichen Hohlraum hinter dem senkrechten Schenkel des Randsteines sicherzustellen.
Da dieser Balkon jedoch im Dünnbettverfahren zu verlegen ist, stellen wir zunächst den Estrich fertig. Nachdem der Estrich ausgehärtet ist, kann mit der Verlegearbeit begonnen werden. Der Schlütersockel, den wir hier als Wandanschluss verwenden, wird an der Dehnungsfuge mit einem Verbindungsstück zusammengesteckt. Die Dehnungsfuge fassen wir mit grau beschichteten Schlüterschienen ein. Den Kleber mit einer grob gezahnten Kammkelle aufkämmen. Somit wird eine satte Einbettung der Fliese erzielt. Die Teilfliesen in die Profilkammer des Schlütersockels einschieben. Das Anschlussfeld wird ebenfalls mit einer grau beschichteten Schlüterschiene begrenzt und in der gleichen Weise mit Fliesen ausgelegt. Die Schlüterschienen gewähren eine durchgehend gleichbleibende Fugenflanke für die noch einzubringende Versiegelungsmasse. Der Balkon wird ausgefugt und gereinigt. Nach dem Reinigen der Fugenflanken bietet die farbige Beschichtung der Schlüterschienen einen guten Haftgrund für die Versiegelungsmasse und passt sich deren Farbton an. Das Schlüterrandprofil schließt den Balkonbelag von vorne sauber ab. Diese Fuge bleibt offen, damit in den Belag eindringende Feuchtigkeit hier wieder austreten kann. Ist auf den Balkonen der Estrich bereits bauseits erstellt, lässt sich mit dem Schlüter Winkelrandprofil ein sauberer Abschluss herstellen. Das Schlüter Winkelrandprofil in den Kleber eindrücken, noch einmal mit Kleber überspachteln und dann die Fliesen auflegen. Das Schlüter-Winkelrandprofil ist in 5 verschiedenen Höhen lieferbar. Schlüterprodukte werden kontinuierlich auf Lagervorrat produziert und sind somit sofort lieferbar. Für Türstaffellängen werden die Schlüterschienen auf Maß geschnitten und in den praktischen Verkaufsständer eingeordnet. Mit diesen Bildern endet der Film. Sicher konnte ich Ihnen meine Produkte näher bringen. Ich danke für Ihr Interesse. Unser